Oh. Ess das mal bitte auf. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich habe so viel Zucker gefressen, Alter. Okay. Beide. Geil. Danke. Geiler Typ. Danke. Ich habe meinen Krebsdrink schon in mir. Wenn du dich gut benimmst, Jean-Michel, in den ersten 20 Minuten des Podcasts verrate ich dir, wo Rafa seine Schokobons versteckt hat. Herzlich willkommen zum Podcast der Filmfabrik. Filmfabrik Forever. Der beste Name der Welt. Wupp, wupp. Geht. Ich finde den Namen auch scheiße, aber das Stammmitglied, das jetzt zum vierten Mal hintereinander nicht mehr dabei ist, C.T. hat diesen Namen sich ausgedacht und we are stuck with the shit. Ein bisschen schuld bin ich ja auch, muss ich zugeben. Aber das. Aber das. Heute aber hier das. Zu Tisch. Die drei cleversten Köpfe, die gerade hier in diesem Raum sind, das sind A. Rafa S. Hallo. Aus Bergisch Gladbach. Ja, wunderschön. Das sind Jean-Michel C. aus dem wunderschönen, dem irisierend pulsierenden Duisburg. Oh, das hast du dir gemerkt? Und ich bin Lev aus Berlin. Ursprünglich nicht. Ursprünglich komme ich aus Russland. Viele wissen das nicht. Ist aber so. Du erwähnst es in jedem dritten Satz, von daher. Was ich in dem dritten Satz erwähne, ist, dass wir in Russland nichts hatten. Das ist ein Unterschied. Wir hatten nichts in Russland und mussten uns von ganz unten, aber mal wirklich von ganz unten nach oben kämpfen. Ne? Heute geht es mal wieder um ein filmisches Thema, nachdem wir letzte Woche einen Ausflug in die Welt der Videospiele gewagt haben. Und dieses Thema wird euch jetzt der liebe Jean-Michel erzählen. Jean-Michel, bitte. Wow. Damit hat er nicht gerechnet. Für diese wunderschöne Überleitung. Und zwar. Bin ein bisschen aufgedreht heute. Wupp, wupp. Ist es so? Warum, FedEx jetzt eine wunderschöne sibirische Löwenmähne? Ich kann dir sagen, warum. Die Haare sind nicht gemacht. Ich stecke gerade zwischen Frisuren, wie die aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer von der Filmfabrik und dem Podcast Filmfabrik Forever wissen. Ähnlich wie. Mariah Carey. Mariah Carey schon seit einigen Jahren zwischen mehreren Frisuren steckt. Ich lasse mir einfach gerade meine Haare mal wieder ein bisschen länger wachsen, um zu geil, gucken, um zu gucken, wie weit es denn geht. Sexy. Denn lange wird es nicht mehr möglich sein. Ich leide an Haarausfall. Das kann man, glaube ich, hier thematisieren. Nein, aber. Was strebst du an? Also so lang. Bülent Ceylan. Ich strebe Bülent Ceylan. Okay. Ist so eine Benchmark, die ich ganz gerne erreichen würde. Nein, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen fluffiger, ein bisschen lockerer, ein bisschen mal zurück, einfach mal gucken. Bisschen mehr Justin Bieber. Bisschen mehr Justin Bieber, bisschen weniger Arsch. Kannst du auch so Löckchen rein flechten lassen. Nein, kein. Prinzipiell, es ist aus Faulheit geboren, ähnlich wie der Bart. Aus Faulheit geboren und dann habe ich gemerkt, Mensch. Why not? Why not? Warum nicht mal why not, ne? Finde ich geil. Aber früher oder später komme ich natürlich wieder mit abrasierten Seiten, mit Mustern, mit Tribals, mit Arschgeweih und so weiter. Was viele auch natürlich wissen, die mich beim durchaus glorreichen Kanal Die Glotzer schon beobachten dürften, ich hatte auch mal blonde Haare gefärbt. Nein! Na, selbstverständlich. Also, wir arbeiten hier in der Regel weniger mit Schnitten und Co., aber ich finde, das Bild sollte man mal einfügen an dieser sehr Stelle. Sehr gerne. Also, so ein bisschen Eminem-Style, oder? Es war ein Mix aus Eminem und dem schwarzen Eddie Murphy. Wenn jetzt kein Bild kommt, müsst ihr euch bei Lev beschweren, dann hat er es mir nicht geschickt. Richtig, ich schicke dir gar nichts, du kannst selber recherchieren. Nein, es war nicht Eminem, doch, es war so ein bisschen, es war ein Mix aus Eminem und Lionel Messi. Auch von der Qualität meiner Punchlines und mein linker Fuß ist ähnlich stark wie Messi. So. Gut, reden wir über Filme? Reden wir über Filme. Das heutige Thema ist Couch versus Kino. Oh. Ja, wir begeben uns auf das dünne Parkett quasi und diskutieren mit euch natürlich wie immer und mit meinen werten Kollegen über Vor- und Nachteile zwischen Kino und ja, der Couch. Das wusste ich nicht. Gut, dann legen wir doch mal los. Gerne. Was präferiert ihr denn? Gehst du gerne ins Kino, Lev? Ist das so dein Ding? Oder guckst du dir lieber Filme auf der Couch an? Kino ist nicht so mein Ding. Ich schaue sehr wenig Kinofilme auch. Ich bin ein Typ, der wahnsinnig. Nee, ich bin. Schon früher ist es so. Ich schaue nicht viele Filme, weil ich hier bei der Filmfabrik bin. Nein. Ich bin hier bei der Filmfabrik, weil ich viele Filme schaue. ich finde, dass Filme zum Teil fürs Kino gemacht sind. Ursprünglich wird jeder Film ja mal in der Utopie und in der idealen Welt fürs Kino gemacht. Viele Filme schaffen es allerdings nicht, diesem Anspruch gerecht zu werden, auch fürs Kino gemacht worden zu sein. Und so hört man dann sehr oft von werten Kollegen oder auch von mir selber den Satz, spart euch das Geld, schaut euch den Film dann später auf den einschlägigen Streaming-Portalen Maxdome, Netflix, Watchever, Amazon Prime, Kinox.de und Serienkiste an. Pantherflix. Was ist Pantherflix? Pantherflix kennst du nicht? Nee. Was? Das ist doch der Shit aus was Berlin. Ich tatsächlich. Ist das was offiziell legal ist? Oder ja, was? Ja, also, ist vom Schweighöfer.
Ah. Echt? Ja, den kennst du nicht. Ich kenn Schweighöfer, aber ist ja schon gut durchgesetzt, das Ganze. Ja, du, also ich glaube, die erste Pantherflix. Pantherflix, ja, quasi als Ableitung von seiner Produktionsfirma Pantaleon. Ja, lass uns da später gerne näher drauf eingehen, wenn wir vielleicht über Streaming-Dienste sprechen. Matthias Schweighöfer war am besten, als er unbekannt war, in Baal zum Beispiel. Wirklich. Ein wahnsinnig begnadeter Schauspieler, der nur noch sich selber oder eine Rolle spielt. Der oder? Eine Metaebene von Raphael. Ja, aber da hat der lieber Raphael leider, leider recht. Es ist wirklich so. Es ist immer dieselbe Rolle. Ähnlich wie Liam Neeson. Zurück zu diesem Thema, da würde ich wahnsinnig gerne einhaken, Jean-Michel. Ja. Mhm. Du sagst also, genau, wir waren bei, wo waren wir? Wir waren bei Streaming. Genau. Pantherflix kannte ich tatsächlich nicht. Kino ist aus einem Grund für mich entscheidend wertvoller als das Fernseherlebnis zu Hause, was natürlich sehr seine Vorzüge hat und so weiter. Im Kino ist man dem Film ausgeliefert. Mhm. Man kann nicht Pause machen. Man kann nicht aufhören und wann anders weitergucken an derselben Stelle. Man kann eigentlich auch nicht telefonieren oder unterbrechen oder eigentlich was anderes machen, weil man das eigentlich nicht sollte. Und genauso wie in seiner scheiß Popcorn-Tüte zu rascheln oder und überhaupt Nachos mit Käsesoße. Magst du das? Ja. Ich hasse Nachos mit Käsesoße. Ich mag das. Ich auch. Was geht's in Nachos mit Käse überbacken, aber eine Soße, die Käse imitiert? Das verstehe ich. Also, hab ich habe die mal, ich habe die mal versucht selber zu machen. Da ist auch Käse drin. Da ja, natürlich. Ist Cheddar und Cheddar. In Chicken Nuggets sind auch Reste, Spuren von Hühnern drin. Die sind auch geil. Natürlich sind die geil. Das kleiner Fun Fact am Rande. Vielleicht habt ihr, falls ihr den letzten Podcast gesehen habt, ist ja schon vernommen, der gute Rafa und ich, wir zocken ganz gerne zusammen. Und es ist immer so, dass er quasi eine Viertelstunde zu spät kommt, weil er sich noch verdammte Chicken McNuggets warm macht. Und ich feiere die. Warm? Halt, wo denn? Naja, Ach so, so welche aus der Tüte, nicht von Macis oder richtig. So. Nicht von Macis, sondern aus der Tiefkühlung. Aber die kommen da nah ran, wenn man die richtige Soße ja, hat, die ja der dieselbe, Macis auch hat. Ist ja dieselbe Paste drin. Ja. Hühnerpaste. Ja. Ihr wisst schon, dass ihr Chicken. Also, abgesehen davon, dass ich auch Chicken McNuggets esse, wisst ihr aber schon, dass Chicken McNuggets so gemacht werden, dass ein ganzes Huhn gemahlen wird und zu einer Paste verarbeitet und nachträglich wird dem Ganzen noch Hühnaroma schickt, dass das wieder nach Huhn schmeckt. Das ist absurd. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Chicken. Auf jeden Fall ja. Ist man, wie gesagt, dem Film ausgeliefert. Ich setze noch mal an. Man ist dem Film im Kino ausgeliefert. Der Film hat die Oberhand über einen selber. Und das ist sonst bei keinem anderen Medium der Fall. Ne? Eine DVD, genauso wie Streaming, kann man unterbrechen, kann man abbrechen, kann man aufhören. Das Einzige, was man im Kino machen kann, ist rausgehen. Ne? Und somit ist man also gezwungen, egal wie lange eine Szene dauert, sie in der vollen Länge vom Regisseur angedachten Länge zu schauen und über sich ergehen zu lassen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also egal wie hart sie auch sein mag. Na, die harten Konsorten schlafen dann einfach ein. So. Naja, habe ich auch genau, schon erlebt. Aber also du weißt, nicht ich, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei Streaming-Portalen, bei DVD, bei Blu-ray und so weiter und so fort, macht man Pause, spult vor, ah, das ist langweilig, man geht, ne? Und man kann auch viel mehr nebenbei gucken. Also, ich weiß nicht, jeder hat so eine Nebenbei-Serie. Bei mir ist es, glaube ich, am ehesten Supernatural. Hm. Ich gucke Supernatural wirklich, weil ich die Thematik mega gut finde. Wo aber bist du? Jetzt wieder seit nach einer Einjahrespause wieder angefangen, bin jetzt bei Staffel 9. 9? Okay, ich bin mal 12. Ich muss mal quatschen, wenn du auch bei 12 bist. 8. Ich habe irgendwann aufgehört. Und dann wurde es ja. Aber das ist halt eine Serie, du liegst im Bett. Du guckst das und wenn du so mit halbem Ohr und anderthalb Augen oder so, andersrum, halbem Auge und anderthalb Ohren guckst und nebenbei noch ein Handygame oder du schreibst noch oder weiß ich nicht, was du da noch machst im Bett, dann reicht das halt, ne? Mhm. Das reicht bei einem Kinofilm halt aber nicht. Mhm. Und jetzt reicht nicht im Kino, abgesehen davon kannst du im Kino es halt nicht machen. Und das. Aber an welches Kino und was du mal. Egal. Ja, ich wollte noch Kinos, mal. Auf, ich Rafa wollte geht, auf Lefs schlechten Scherz. Touché. Rafa geht normalerweise nur in Kinos, wo die Sitze schon von vornherein mit so einer Plastikfolie überzogen sind, dass man nur noch absieht und neue Folie drüber. Das ist in Korea übrigens so. Auf jeden Fall, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich habe recht, das kann man, glaube ich, festhalten, weil ich habe grundsätzlich immer recht. Immer, klar. Und das finde ich sehr schön. Dass aber trotzdem viele Filme unnötigerweise ins Kino kommen, weil sie einfach schlecht sind. Aus verschiedenen Gründen. Das ist klar.
Und die kommen dann halt als DVD nur noch raus. Oder? Nee, die kommen auch ins Kino, sind aber schlecht. Ach so, also die hätten meinst du? Auch, okay. Genau, die okay, hätten, aber verstanden. Auch, die hätten ja. aber auch auf DVD rauskommen können. Hätte auch gereicht. Hätte auch völlig gereicht, weil es verstanden. Weder irgendetwas Bildgewaltiges gibt, noch irgendwelche harten Szenen, die, weißt du, oder besonderes Sounddesign oder besondere Musik, die wirklich im Kino viel besser zu erleben ist, als du das zu Hause machen kannst. Das ist dann allerdings die Normalverteilung von Qualität wie überall im Leben. Genau da würde ich jetzt nämlich einhaken. Hak doch bitte einmal ein. Also, du hast gerade quasi über den Konsum, die Art, wie du den Film schaust, konsumierst, gesprochen. Also dieses lineare Sehen wie in einem Kino. Du kannst ja nicht flüchten, sollte man zumindest nicht gegenüber dem Home Entertainment System. Gut, es gibt viele Begriffe dafür. Einigen wir uns auf Home Entertainment System. Genau. Klingt zu sehr nach Nintendo für mich. Wo du halt quasi Pause machen kannst und flüchten kannst und so weiter und so fort. Für mich ist viel entscheidender, dass der Film in seiner Bildgewalt im Kino einfach viel stärker rüberkommt. Klar. Es gibt zum Beispiel Filme wie, nehmen wir mal Star Wars oder allgemeines Sci-Fi-Action-Kino. Da würde ich niemals auf die Idee kommen, mir das in erster Instanz zu Hause anzuschauen. Ja. Weil ich weiß, in bestimmten Kinos, das ist auch ganz wichtig, nicht in jedem Kino, hast du halt eine 5.1-Anlage. Du wirst von allen Seiten Bescheid, auch von hinten wie von vorne, da suche ich mir doch tatsächlich dann quasi das Kino nach dem Film aus. Klar. Weißt du? Also bei Star Wars würde ich zum Beispiel nicht in ein kleines Kunstkino gehen, wo ich weiß, ja, Hauptsache den Film. Da schaue ich, okay, der Film wird. Und selbst das, entschuldige, dass ich nicht unterbreche, aber selbst das wäre besser als bei den meisten Leuten zu Hause. Bei mir natürlich nicht. Ich habe ein riesiges Fernsehzimmer mit diversen Kinosesseln und es gibt Bedienstete, die dir Getränke bringen und auch die Füße massieren. Aber der Normalsterbliche, der nur nicht vom Gott geküsst, wie ich, durchs Leben schlendert, hat natürlich nur so einen kleinen Fernseher, meistens Röhre, eine Antenne drauf und da muss natürlich mal gegenkloppen und unten im Keller muss die Oma aufs Fahrrad, dass überhaupt Strom kommt. Und da kannst du natürlich nicht richtig Star Wars gucken. Da hast du völlig recht. Da hätten wir doch dein erstes Instagram-Bild. Meine lieben Freunde, der gute Lev hat nach wie vor kein Instagram. Und ich würde sagen, das wäre doch mal ein toller Anreiz, ein toller Motivationspunkt, um dir ja das eine oder andere Bild in Unterhose in deinen Kinosesseln zu entlocken, oder? Vor deinem Home Entertainment. Die schicke ich dir ja privat so schon immer. Ja, ich kann damit relativ wenig anfangen. Ja, gut, da ist ja auch meistens mehr Penis als alles andere drauf. Das ist wahr. Zurück zu den Filmen. Genau. Du sagst es, aber ich würde sogar so weit gehen, dass nicht nur Sci-Fi, also mir, es gibt ja andere bildgewaltige Filme ohne überhaupt Sci-Fi-Fantasy, ne? Da liegt es ja sehr nahe. Computereffekte, vor allem gut gemachte Computereffekte, kommen natürlich auf der großen Leinwand viel besser rüber. Aber alleine um so ein Bild, weiß nicht, also ich muss hier wieder mit meinem Lieblingsfilm kommen. Oder, nee, nehmen wir gar nicht Brügge sehen und sterben, den ich ja zuerst nehmen wollte, aber zum Beispiel Manchester by the Sea. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat, Manchester by the Sea. Da gibt es, finde ich, so tolle Bilder, und zwar wirklich Standbilder zum Teil. Einfach nur Aufnahmen von diesem Manchester, was in Amerika ist und nicht in England. Und die Musik, die dazu kommt zum Beispiel, sensationell. Das kommt ganz anders rüber und wirkt ganz anders. Oder auch der bisschen verrückte Film von Nicholas Winding Refn, Only God Forgives, der Film, der, glaube ich, nach Drive dann direkt kam, genau. Der nächste. Auch mit Ryan Gosling, genau. Da gibt es, also der Film an sich, da kann man von halten, was man will. Der war ja wirklich sehr, sehr verrückt und mit 89 Meter Ebenen. Aber Bilder, die da zum Teil gezeichnet oder aufgenommen wurden, das waren zum Teil wirklich Postkartenmotive. Das würde ich mir als Fotomotiv wirklich über eine ganze Wand aufhängen. Ne? Klar, dass Blade Runner, Star Wars und so weiter, das liegt ja nahe. Aber dann so auch andere Filme, nicht nur aus dem Sci-Fi oder Fantasy oder Action oder so weiter, dass die eben auch im Kino sehr gut wirken, das vergisst man, glaube ich, oft. Bin ich zu 100% bei dir. Ich habe da auch ein ganz interessantes. Möchtest du mich berühren? Ja, ich hätte gerne. Danke. Ah, okay, süß. Ich habe da auch ein ganz tolles Beispiel. Ich habe, wie alt war ich da? 16, 17, den Film The Village gesehen. Gott, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Traurig. M. Night Shyamalan? Genau. Und zwar im Kino mit meiner damaligen Freundin in Budapest. Budapest. Ganz genau. Und zusammengesetzt aus den beiden Städten Buda und Pest. Fand den Film total spannend, fand den richtig geil. Mhm. Warum? Weil M. Night Shyamalan ein Stilmittel benutzt hat, was, finde ich, bis heute einfach total unterschätzt wird. Zumindest von den meisten Filmkonsumenten, weniger von den Filmmachern. Und zwar Musik.
Im Kino war es so, dass du quasi von der ersten bis zur letzten Sekunde ein richtig krasses Violinspiel in deinem Ohr hattest. Mhm. Es war super, also es hat einfach eine gewisse Hektik, eine gewisse Dynamik, eine gewisse Unruhe in dir ausgelöst, welche zu einer Grundspannung führte. Ne? Und dann bist du ja quasi eh. Wessen Handy war das? Das war kein Handy, das war, glaube ich, ein Bohrer. Hm, dann hoffen wir, dass der Kollege nicht weiterbohrt. Auf jeden Fall hat das eben eine sehr gesunde Grundspannung bei mir ausgelöst. Dann habe ich den Film Jahre später noch mal im Fernsehen gesehen. Und das mir, du hast die Musik absolut natürliche Reaktion eines jeden The Village-Zuschauers eingeschlafen. Korrekt. Das quasi. Wollte ich aber eben auch schon sagen. Ich habe auch das, im Kino habe ich halt das Gefühl, zu Hause passt du ja gerne die Lautstärke dir an oder deinem Kopf, wie wach du gerade bist. Oder den Umständen, wenn es nachts ist, kannst du ja auch nicht so. Oder wenn gebohrt wird, wie daneben an, ne? Muss halt lauter oder leise machen. Und im Kino hast du halt diese volle Beschallung und oft auch sehr laut, was aber auch, klar, also ich habe am Anfang meistens dann immer so, oh, krass laut, aber das Gehör gewöhnt sich ja auch dran. Ja. Und dann wirkt es einfach viel voller und viel besser, als wenn du es halt vorm Fernseher guckst, weil da. Weiß ich nicht. Ich habe selber manchmal das Gefühl, ich bin da dann zu audiophil, dass ich dann hier noch und da noch. Und im Kino hast du diese Möglichkeit nicht, sondern du bist, wie du auch schon sagst, dem Film ausgesetzt. Auch soundtechnisch. Und ich finde, Musik immer noch ist eines der wichtigsten. Also, das ist so, wichtig. Und nicht nur Musik, sondern tatsächlich auch Sound an sich. Also, ich habe zum Beispiel, die Woche kam ja schon unsere Review zu Ready Player One raus. Den habe ich ja jetzt gesehen, wie du weißt, letzte Woche. Und ich habe auch schon in der Review gesagt, der Film, der mich so optisch am meisten daran erinnert hat, oder der Film, an dem mich Ready Player One optisch am meisten erinnert hat, war Valerian von Luc Besson, weil du einfach so unfassbar viel sichtbare CGI da drin hast. Ne? Also zum Teil wirklich alles bis auf den Hauptdarsteller, der da gerade drin ist oder so, oder ein Darsteller, der da drin ist. Aber während ich Valerian katastrophal fand ich Ready Player One ziemlich gut, was natürlich auch an der Thematik an sich liegt, ne? Also das geht ja auch um ein Computerspiel, da liegt es nahe, dass es computeranimiert ist und so weiter, aber weil da auch eben mit dem Stilmittel Sound so viel mehr gemacht wurde, also gleich die erste Szene, wo man das echte Columbus, Ohio, also die echte Stadt Columbus sieht, zumindest wie sie dann 2045 aussieht, fliegen halt so Drohnen und irgendwelche kleinen Luftgefährte, das heißt zum Beispiel so eine Pizza hat Drohne, die eine Pizza ausliefert, ja. Und sie fliegt halt, du weißt, dass sie hinter dir, ne, und dann kommt sie von hinten sozusagen ins Bild und allein was da an Sounddesign und was da mit Sound grundsätzlich gemacht wird, wertet das Ganze unheimlich auf. Dass das Ganze optisch dann natürlich sowieso auf einer Kinoleinwand besser wird, klar, das haben wir jetzt zu Genüge gesagt, aber dieses Stilmittel, da stimme ich dir wiederum völlig zu, ist, nicht nur unterschätzt, ja, wahrscheinlich doch, es ist unterschätzt oder wird einfach nicht genug beachtet, tatsächlich von Filmkonsumenten wirklich. Genau, wie Foliage, heißt es Foliage? Ich glaube, ja, das ist ja die Nachvertonung von Filmen, dass du halt die Geräusche, die Schritte, alles nachvertonst. Und das war in dieser Star-Wars-Doku sehr gut erklärt, da ging es ja hauptsächlich darum, The Sound of the Force of Sound, was wir auch in der News mal angesprochen haben. Super geil, weil das da, das geht, glaube ich, auch immer, es geht immer unter. Das wissen, glaube ich, auch viele Leute nicht, was da für eine Arbeit steckt. Dass wirklich jedes kleinste Geräusch, jeder wird nachvertont. Da sitzen dann halt Leute in einem Studio und rascheln dann, weiß ich nicht. Ein weiterer Grund dafür, warum Star Wars den Oscar für besten Soundschnitt und Ton hätte bekommen sollen. Hätte bekommen. Das machen ja andere Filme. Aber es machen andere Filme ja genauso. Nein, Star Wars. Punkt. Star Wars sollte alle Oscar bekommen. Bester Hauptdarsteller, beste Wookie. Das war es eigentlich nicht. gut, aber nichtsdestotrotz schauen ja so auch immer mehr Leute tatsächlich nicht nur fern eigentlich immer weniger, sondern wie habt ihr es vorhin genannt? Home Entertainment. Also im Home Entertainment unterwegs, ob es jetzt on demand ist oder ich glaube, Blu-ray ist tatsächlich immer weniger. Halt, stopp. Jetzt wieder drauf. Habt ihr eure Handys im Flugmodus? Weil irgendwas streut hier zwischendurch rein. Ich habe meins schon ausgemacht. Ja. Nur bevor wir jetzt hier gleich das Knuspern weitergeht. Ja. Komisch. Also grad mega nicht nur jetzt, sondern war gerade mega geknistert. Ich entschuldige das. Keine Ahnung, wo das herkommt. Soll ich es weglegen? Nö. Wenn's Flugmodus ist Flugmodus. Alles gut. Nichtsdestotrotz gucken ja trotzdem immer mehr Leute Netflix und immer mehr Filme kommen auch direkt schon bei Netflix raus. Und es werden unzählige mehr.
Und wer sich an die Review zu Nur Gott kann mich richten hier erinnert bei uns, da. Die erste, ne? Der war die erste Review, glaube ich, von uns hier auf dem Kanal. Da habe ich viel Moritz Bleibtreu-Recherche betrieben, sozusagen. Und der hat dann in sehr vielen Interviews gesagt, sich so ein bisschen eingesetzt für das Medium Film im Kino auch tatsächlich. Cool. Und der hat einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist, was allein marketingmäßig das für einen Unterschied jetzt ist, weil früher, oder was heißt früher, so der orthodoxe Weg sozusagen, Marketingmaschinerie anschmeißen, richtig viel Kohle reinpumpen, meistens auch nochmal mindestens so viel wie das Produktionsbudget an sich, dann nochmal Marketingbudget oben drauf, Kohle, Kohle, Kohle. Heute kriegst du eine E-Mail. Halt, ne? Und die kommt dann direkt an den Konsumenten und nicht mit Glück und da wird berechnet und wie viele Leute fahren an dem Poster vorbei und so weiter. Du kriegst direkt deine E-Mail und weißt, ah, okay, da kommt der Film. Und wenn es richtig gut läuft, dann sagst du noch drei deiner Freunde Bescheid, von denen zwei noch keinen Netflix-Account haben. Die machen sich den, boom, gucken sich Annihilation an oder Mute oder was auch immer und hast deine Zielgruppe erreicht. Und das ist halt natürlich aus finanzieller Sicht ein monströser Vorteil. Genauso mit Trailern. Früher genau. Musstest du Geld bezahlen, um einen Sendeplatz zu kriegen, oder du musstest Geld bezahlen, um Kinosendeplatz zu kriegen, um Werbeplatz zu kriegen im Kino. Heutzutage YouTube, genau. Fertig, verlinkt. Genau. Und ja? Sorry, dass ich unterbreche. Nee, bitte. Wir haben ja gerade, beziehungsweise ich habe gerade Pantherflix angesprochen. Ja. Und die schlagen nämlich genau in diese Kerbe. Ja. Du musst da, wenn du einen Film produzierst, bist du ja auch an regionale Vertriebler gebunden, an Studio und an unfassbar viele Marketeers, Marketinginstrumente gebunden und so weiter und so fort. Bei Pantherflix ist es so, zumindest deren Vision, die finanzieren einen Film mit, spielen den dann quasi auf deren Plattform aus. Der Filmemacher entscheidet, wann der Film quasi rauskommt und zu welchem Preis. 75% geht an den Filmemacher, der Erlöse, und 25% an die Plattform. Das heißt, also ich habe keinen Monat, ich habe keine Flatrate, sondern ich kaufe mir die einzelnen Filme. Genau, richtig. Okay. Und vor allen Dingen, du umgehst die ganzen Vertriebler. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn du jetzt einen Film drehst und dich durch diese kompletten Systeme klüngelst, dann bleiben, sag ich mal, 10-15% der Erlöse beim Filmemacher, beim Regisseur, Produzenten und so weiter. Das ist eine unglaublich große Summe, die da flöten geht. Bei Pantherflix, so zumindest die Vision, aktuell ist es noch nicht so, ist es so, wie gesagt, 75% an den Filmemacher, an den Filmschaffenden und 25% an die Plattform. Eigentlich eine geile Idee. Ob das so umsetzbar ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen sie mit dieser Philosophie den kompletten Weltmarkt im Bereich Film erobern. Und das macht Matze Schweighöfer aus seiner Wohnung in Schöneberg. Quasi. Ist also wirklich er der Kopf dahinter? Oder? Er ist. Oder mit oder nur das Gesicht. Investor. Nein, er ist einer der Gesichter. Also es sind, glaube ich, zwei Geschäftsführer. Und da er eben auch Anteile an Pantaleon hat, hat er auch Anteile an Pantherflix. Beim Film würde man sagen Produzent. Genau. Ich denke wahrscheinlich, wo Matthias Schweighöfer ist Joko Winterscheid, der deutsche Ashton Kutcher, ja auch nicht weit. Damit hat er diesmal nichts zu tun. Wirklich? Echt, nee. Ja? Mhm. Naja. Ich bin's, gerade aus Deutschland heraus sowas schadet, aber ich glaube, der Deutsche an sich ist relativ innovationsscheu, sage ich jetzt mal. Mhm. Um es mal vorsichtig leider war, ja. Oder? Hm? Und da dann zu sagen, ey, ich habe meinen Netflix-Account, ich zahle, weiß nicht, was sind das, 11 Euro, 12 Euro, je nachdem, ob ich da UHD haben will oder nicht, zahle ich da von mir 12,99 im Monat. Ich bin eh bei Amazon Prime, habe also Prime Video eh mit drin. Und wenn ich einen Film extra sehen will, dann kaufe ich mir den halt für 3,99 oder so. Wozu dann? Kannst ja inzwischen sogar bei YouTube kannst du Filme kaufen. Sogar bei YouTube kannst du Filme kaufen, genau. iTunes sowieso auch. Also, weiß ich nicht, ob das aber allein, dass ich davon noch nichts gehört habe und ich bin ja nun wirklich mega gut informiert. Weiß nicht, aber ja, aber das ist leider wirklich wahr, was du sagst. Wie gesagt, erste Pressemitteilung kam Anfang, Mitte letzten Jahres raus, dann wurde es ein bisschen stiller. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast hier noch mal ein Stück weit recherchiert und da kam wirklich monatelang kein Artikel mehr raus. In der Regel ist es ja so, dass wenn so eine PN rausgeht, dann sämtliche Plattformen darauf aufspringen und dann ihre Artikel darum bauen. Seit Monaten ist da nichts mehr erschienen. Ich persönlich finde, die Philosophie ist eigentlich ziemlich cool, weil ja, der Filmemacher am Ende des Tages einfach weitaus mehr Kohle bekommt und dann nicht so an dieses politische System innerhalb dieser Filmwelt gebunden ist, was ganz cool ist.
Aber ob das Ganze jetzt so wirklich aufgeht und ob wirklich die drei, vier Köpfe, die dahinter stecken, die komplette Filmindustrie zweimal umdrehen, dreimal umdrehen. Aus Deutschland raus. Aus Berlin heraus, ist fraglich. Und vor allem ist das natürlich dann ein gefundenes Fressen für Videopiraterie an sich. Ne? Einer kauft sich den Film. Ich habe gehört, es gibt ja so Tools, mit denen kann man dann den so in so eine Videodatei packen. Ich weiß es ja nicht. Natürlich. Und schon kann ich ihn dir auf USB geben. In 640x480. Schön auf dem Handy gucken. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe davon nichts gehört. Ich bin natürlich auch Netflix und Amazon Prime Zuschauer. Und Amazon Studios ist ja, die waren ja, glaube ich, auch, also sind richtig, die sind ja richtiges Filmstudio auch inzwischen. Und ich glaube, die waren auch zuerst die mit den eigenen Produktionen. Netflix hat immer nur eingekauft und hat dann Netflix Original draufgeschrieben, weil das nur bei Netflix erstmal kam. Inzwischen, glaube ich, produziert Netflix tatsächlich auch selber, sicher. Aber das wirst du, glaube ich, besser wissen. Aber Amazon war zuerst tatsächlich da, das weiß ich auf jeden Fall, und haben zuerst selber produziert. Und unter anderem zum Beispiel Manchester by the Sea, was ich vorhin gesagt habe, ist meiner Meinung nach tatsächlich auch mitproduziert worden von den Amazon Studios. Ich lege auch hier wieder nicht meine Hand dazu, aber ich glaube schon. Nichtsdestotrotz, es kommen ja wirklich diese ganzen Originals, vor allem auch Serien, aber inzwischen auch immer mehr Kinofilme. Ich glaube, Adam Sandler war einer der ersten mit so einem richtigen Exklusivvertrag über 59.137 Filme bei Netflix. Exakt waren es 4 an der Zahl. The Do-Over, glaube ich. Die Titel kann ich hier nicht nennen, aber ich weiß es ziemlich genau, weil wegen dir, Adam, du kleiner Flitzpiepen-Popomeister, einer meiner absoluten Lieblingsserien, Marco Polo, aus dem Programm genommen wurde. Echt? Marco Polo ist so geil. Also für jeden, der sich so ein bisschen für Geschichte interessiert und gerne in vergangene Epochen abtaucht, super geile Serie. Ach, du bist ja süß. Leider extrem teuer. Zum Teil sogar teurer pro Episode als Game of Thrones. Mhm. Und da gibt es ein ganz interessantes Interview. Es gab auch einen Spin-off von Marco Polo über diesen verrückten asiatischen Mönch. Nee, das ist so ein ich glaube, das war quasi ein zusätzlicher Film, um die zweite Staffel zu promoten. Aber richtig, das ist kein Spin-off. Ja, ist ja keine Serie, sondern. Habe ich gesagt Spin-off-Serie? Ich habe gesagt Spin-off. Gut. Ist das Bourbon in deinem Atem? Bist du betrunken? Nein, aber sehr gut. Wie gesagt, leider wurde die Serie dann aus dem Programm genommen, weil sie eben sehr teuer war. Und dann gibt es ein sehr interessantes Interview mit dem Netflix-Marketing- oder Programmchef, der da sagt, Leute, am Ende des Tages müsst ihr uns auch verstehen. Wir versuchen hier einfach nur, rentabel zu werden. Und man muss einfach sagen, wenn die Leute, also die Konsumenten am Ende des Tages mehr Adam Sandler gucken wollen als Marco Polo, dann ist es ja klar. A, es ist eine günstige Produktion, B, gucken es tatsächlich mehr Leute. Dann wird der Vertrag mit Adam Sandler eben verlängert. Es werden mehr als nur 4 Filme und Marco Polo fliegt raus. Die ersten beiden waren katastrophal. Ah, du hast sie gesehen, cool. Die ersten beiden waren katastrophal. Ich weiß nicht, ob der Film The Meyerowitz Stories von Noah Baumbach, ob der mit in diesem Vertrag drin ist. Da hat Dustin Hoffman die Hauptrolle gespielt, oder sagen wir so, Ben Stiller, Adam Sandler und Dustin Hoffman waren die drei Hauptrollen. Dustin Hoffman ist der Vater von Ben Stiller und Adam Sandler. Er wird dann krank, die beiden Brüder verstehen sich auch nicht wirklich und müssen sich da irgendwie zusammenraufen. Den Film fand ich schon um einiges besser eigentlich und der hat auch die Bezeichnung Film eigentlich verdient. Das andere waren wirklich so diese typischen Sandler-Blödel-Komödien. Hier ist halt noch dieser jüdische New Yorker-Humor da, aber es ist eben keine. Ich mag ja Adam Sandler eben wegen zum Beispiel solchen Filmen wie Die Liebe in mir, Rain Over Me, wo er fantastisch spielt, meiner Meinung nach, und eben überhaupt nichts Lustiges, sondern tatsächlich eine sehr seriöse und sehr ernste Rolle. Und der nächste, der jetzt kommt, ist, glaube ich, mit Chris Rock. Da ist Adam Sandler, der Vater von, also Adam Sandlers Kind und das Kind von Chris Rock heiraten. Wer da Braut und wer Bräutigam ist, weiß ich nicht. Und die beiden Familien, also die jüdische Familie von Adam Sandler und eben die schwarze Familie von Chris Rock, Clash, Kulturclash, lustig, haha, My Big Fat Greek Wedding, lässt grüßen, so in die Richtung. Aber der Trailer sah zumindest schon mal ganz witzig aus. Man weiß natürlich immer nie, haben sie jetzt erstmal notgedrungen alles Lustige zusammengekratzt und in den Trailer gepackt, aber es sah einigermaßen okay aus. Der kommt dann irgendwann auch noch mal. Fand ich unfassbar schade, weil Adam Sandler ja auch, was seine lustigen Komödien angeht, finde ich, coole Filme hat. Also wirklich lustige Filme, die einfach so mal zum Abschalten und mal lachen. Ja, ja, nur zum Abschalten und lachen, nichts, keine. Also ich habe ihn tatsächlich in den 90ern ziemlich gefeiert mit, wie hieß er, Big Daddy?
Little Daddy? Ja, ich war, ja, genau. Oder Little Nicky. Genau, oder Mr. Deeds zum Beispiel. Die, von denen rede ich auch. Ich rede wirklich von denen. Gut, da war ich halt quasi in Fötus. Also, da hatte ich noch keinen Anspruch an Filme. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus, wenn du dir seine Produktion mit Al Pacino anguckst. Wo ich mich frage, warum macht Al Pacino da mit? Dann musst du mir auf die Sprünge helfen. Seine Produktion mit Al Pacino? Julie und Julia, wo er quasi die Doppelrolle spielt. Mhm. Ich selber ich noch erinnere als mich. Jill. Jill und Julia. Jake und Jill. Wow. Ja. Harter Tobak, ja. Also, hast du den gesehen? Natürlich nicht, sowas gucke ich mir ja nicht an. Du, ich verspreche dir, und ich gebe dir hier meine Hand drauf, ja. Du machst den nach 2 Minuten 30 aus. Es tut einfach nur weh. Wirklich, ich ja? Ich habe ihn nach 10 Minuten ausgemacht. Ja, also ich habe ihn ausgemacht. Und ich mache eigentlich nie was aus. Ja, genau. Und dann jemanden, allein durch seine Marco Polo-Story wird das ja noch mal dramatisiert, das wusste ich nicht mehr. Ich habe Marco Polo zwar nicht gesehen, aber ich habe von vielen gehört, die ihn total abgefeiert haben. Schön. Und das dann tatsächlich aus dem Programm zu schmeißen, ist halt so. Und mit solchen Zugpferden sozusagen wird dann natürlich Masse statt Klasse so ein bisschen eingekauft. Und bis jetzt muss man sagen, gab es, wie gesagt, ich habe Annihilation noch nicht gesehen, Auslöschung. Ich habe gehört, der soll gar nicht mal so schlecht sein. Aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe und was ich gehört habe, da ist, dass Netflix Filme grundsätzlich eben nicht an die versprochene Qualität ranreichen, sozusagen. Also es war bei den Adam Sandler-Dingern so. Das war jetzt zuletzt bei The Outsider zum Beispiel so, auf den ich mich mordsmäßig gefreut habe. Ich dachte, was für ein geiles Setting, was für ein geiler Hauptdarsteller, was für ein geiler Look in den Trailern und dann sowas. Also das war echt Schrott. Da hast du ja auch noch eine interessante Theorie, aber die können wir vielleicht gleich mal. Also, was heißt Theorie? Was heißt Theorie? Ja, eine Frage an dich. Also, ich persönlich mag Jared Leto total. Ich folge ihm auch auf diversen Portalen. Der Mann hat ja Vorsicht, dass er da keine Klage wegen Stalking ins Haus flattert. Du, der Jared und ich, wir teilen eine lange Freundschaft. Der Jared. Er weiß es halt nur nicht. Aber das, warum beantwortest du meine Briefe nicht, Alter? Ganz, naja, das steht auf dem anderen Boot. Nee, Frage an dich. Weißt du, wann der Film produziert wurde? Weil er da noch die Physis hat von vor 3-4 Jahren. Und der Mann hat ja seit Jahren so einen langen Rauschebart, inklusive lange Haare. Ich glaube, der wurde vor ein paar Jahren produziert. Weißt du das? Ich habe gelesen, dass er für die Anfangsszenen, die spielen nämlich noch im Gefängnis, aus dem er ja im Laufe des Films geholt wird, das ist jetzt auch kein Spoiler, da hat er noch ein bisschen längere Haare und ein Vollbart. Und wie es aussieht, auch seine langen Haare und seinen Vollbart. Nun kann natürlich durch die Magie der Linse und des Schnittes diese Szene zu einem beliebigen Zeitpunkt vor, nach oder während des anderen Drehs gedreht worden sein. Das heißt, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, das ist relativ zeitnah produziert. Das Ding an sich war sehr lange in der Bearbeitung, weil erstmal Tom Hardy geplant war und jetzt lass mich nicht lügen. Hast du nicht gesagt, Michael Fassbender? Genau. So? Erst Michael, sehr gut, ja. Erst Michael Fassbender, dann Tom Hardy und dann haben sie sich irgendwann für einen Jared entschieden. Echt? Beziehungsweise Tom Hardy ist abgehauen, Michael Fassbender ist abgehauen, Tom Hardy ist dann, musste dann gehen, weil irgendwie andere Projekte schon anstanden und dann mussten sie halt einen neuen holen. Und deswegen weiß ich nicht, ist eine gute Frage. Aber das wäre ja wiederum ein Beispiel für Film ist gemacht und findet kein Publisher, oder genau. Was meinst du? Ja, genau. Also gibt es ja zahlreiche. Ja. Du produzierst einen, dann springt der Finanzier ab oder der Verleiher springt ab, du findest keine Plattform, dann liegt das Teil halt ein paar Monate, gegebenenfalls auch Jahre im Regal, bis es dann wirklich einen Abnehmer findet. Also sowas, ehrlich gesagt, habe ich nicht gelesen, als ich da auch ich werde mal recherchieren. Recherchiert habe für die Review. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war von Anfang an so als Netflix-Ding geplant, aber ehrlich gesagt, weil es so kurzfristig relativ kam, ne, also so, es wurde angeteasert mit ein paar Trailern und dann kam es schon relativ schnell, kann auch sein, weiß ich nicht. Würde zumindest vielleicht erklären, warum der wirklich arg zerpflückt und zerrupft wirkt und auch sehr, sehr kurz irgendwie gefühlt und ganz, ganz. Also ich war megamäßig enttäuscht, wirklich, weil ich liebe Japan, Yakuza, geil. Nachkriegszeit, auch so ein geiler Look, wirklich. Dann, wie gesagt, der Sherrod. Aber das war nix. Und das zieht sich halt die ganze Zeit durch, ne? Bei Amazon hingegen habe ich das Gefühl, auch was die Serien angeht, dass da vielleicht nicht allzu viel mehr, aber ein bisschen mehr Wert doch auf Qualität statt Quantität gesetzt wird. So mein Gefühl. Es ging für mich damals los mit Mr. Robot zum Beispiel. Weiß nicht, ob ihr das geschaut habt. Ich liebe sie. Habe tatsächlich bis jetzt nur die erste Staffel gesehen, um
Guck weiter. Sag ich. Oh je. Yeah. Guck weiter. Du hast mir so komische Zeichen gegeben. Das nennt sich Flirten. Und die zweite angefangen, aber dann aus Zeitgründen, also überhaupt nicht aus Qualitätsgründen, sondern wirklich aus Zeitgründen einfach nicht weitergehen. Inzwischen ist ja schon die dritte, glaube ich, draußen. Mhm, ja. Genau. Seit Monat und oder so. Die erste das war sowas noch nie da gewesen, geil und unfassbar gut. Wirklich mega mäßig gut. Und eben diese Amazon Studios, die dann so Filme wie zum Beispiel Manchester by the Sea auch wahnsinnig gut, monstermäßig gut. Und wo liegt da diese Diskrepanz? Ich versuche es zu verstehen. Bitte, Jean-Michel, du bist der Mann vom Film. Erkläre es mir. Was ist da los? Warum kommt Netflix mit dieser Weltmarke nicht drauf klar, mal einen anständigen Film rauszuhauen? Alles unter Vorbehalt, dass ich Auslöschung noch nicht gesehen habe. Vielleicht relativiert sich meine Meinung oder wird nichtig, sobald ich den Film gesehen habe. Das ist sehr schade, dass du jetzt die letzten zwei Sätze noch erwähnt hast, denn ich wollte richtig geschickt an den lieben Raffi verweisen, denn der hat Auslöschung bereits gesehen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Gegenbeispiel. Warum Netflix doch gute Filme produziert. Aber war der denn von Netflix produziert oder nur eingekauft? Genau, das hätte ich jetzt noch als Ergänzung. In den USA kam der Film tatsächlich in die Kinos raus. So. Ja. Da hast du den Salat. Da hast du den Salat. Also ist ja eigentlich doch nicht Netflix für die Produktion verantwortlich. Scheinbar nicht. Also ich fand ihn gut. Er ist höchst philosophisch. Mhm. Ich würde auch sagen, er ist mehr Philosophiestunde, wenn man allein danach noch eine Stunde drüber nachdenkt, dann auf jeden Fall. Also mehr Philosophiestunde als Sci-Fi, würde ich fast sagen. Natürlich ist das alles in einem Sci-Fi-Setting oder in einem Gegenwart-Sci-Fi-Setting. Mhm. Aber höchst philosophisch. Schöne Bilder, gute Schauspieler. Mhm. Oscar Isaac habe ich sogar gesehen. Gut, jetzt, Natalie Portman, Oscar Isaac. Ja, dass da jetzt einen krassen Twist, weiß ich nicht. Nicht so, weiß ich nicht. Also die Twists, die passieren, kann man sich schon irgendwie denken, aber es ist halt. Also ich werde nicht spoilern. Ich kann, glaube ich, auch nicht spoilern, weil. Man versteht es eh nicht. Man versteht es wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Okay, es ist auf jeden Fall kein Schrott, den man sofort identifizieren kann. Nein, es ist kein Schrott. Es ist langsam schön erzählt. Jean-Michel, Candlelight am Wochenende und Auslöschung gucken? Immer, auf jeden Fall. Wir gucken erst Warcraft, ja, ich nagel dich drauf fest, und danach gucken wir Auslöschung. Hast du denn, Frage an dich, Raffi, Requiem for a Dream gesehen? Ja. Der erinnert mich so ein bisschen, zumindest optisch, daran. Findest du? Womit wir wieder die Brücke geschlagen hätten zu? Sherrod. Ja. Also den Vergleich hatte ich null im Kopf. Okay. Weil es ja auch sehr philosophisch ist. Sehr aber hast du jetzt irgendeinen Film genommen, der auch so irgendwas mit Philosophie zu tun hat in deinem kranken Hirn und den einfach mal reingeworfen und gesagt, der sah für mich so aus, ohne den gesehen zu haben? Also in meinem Kopf macht das Sinn. Heißt jetzt nicht so viel, aber nicht? Vielleicht solltest du auch mal zum tiefen Psycho. Nein, Quatsch. Also ich habe null an Requiem for a Dream gedacht, weil das für mich auch was komplett anderes ist. Klar ist der auch höchst philosophisch, aber es ist was anderes dann doch. Wie gesagt, ich würde so gern was sagen, aber ich sage es nicht, weil ihr den beiden nicht gesehen habt. Ich sage es nicht. Vielleicht können wir ja noch mal eine Philosophiestunde im Podcast dann anreißen, wenn wir ihn alle gesehen haben. Ich freue mich sehr auf den Film. Also ich werde ihn sehr wahrscheinlich innerhalb dieser Woche sehen. Ist ja auch von Alex Garland. Es ist von Alex Garland, Ex Machina. Mega. Mega gut. Fand die Monstro ist gut. War ja auch sehr philosophisch. Sehr philosophisch tatsächlich und mehr Philosophie als, aber trotzdem auch filmisch. Ne? Mit dieser unglaublich dichten Atmosphäre in diesem Haus. Das ist ja wirklich eine Art Kammerspiel. Ne? Und du hast dieses mega futuristische, geile Haus. Du hast diesen total durchgeknallten Oscar Isaac. Da mega gut. Also wirklich ein wirklich guter Film. Und Domhnall Gleeson, der eigentlich auch nur immer so ein Kauz war für mich. Der war immer irgendwie so ein kauziger Typ, hat so ein paar Romantic Comedies noch gemacht. Mhm. Super Rolle und super Schauspieler. Sehr, sehr guter Film. Muss ich kurz korrigieren. Und zwar im Interesse von Donhall Gleeson, so heißt der Mann nämlich. Ich habe ihn nämlich für exakt diesen Kanal, wo ich hier sitze, vor vielen Jahren interviewt, in Berlin, also für die Filmfabrik. Und also ich meine, mein Name ist ja schon relativ schwer auszusprechen oder zu schreiben. Ich habe 14 Jahre Handball gespielt und wenn du ein Tor gemacht hast, wurdest du in meiner Zeitung erwähnt. Und glaube mir, innerhalb dieser 14 Jahre habe ich an die 47 Varianten meines Namens kennengelernt. So, bei ihm ist es so, er hat mir erzählt, was für eine billige Art, hier zu droppen, wie viele Tore du geschossen hast im Handball. Geil, oder? Sagt man geworfen oder geschossen im Handball? Also man kann beides sagen, aber der Erzhandballer präferiert natürlich werfen. Okay. Schießen sagen, warum auch immer, viele Volleyballer. Verstehe ich nicht. Echt? Hm? Auch wenn sie es selber machen? Nö, ja, du darfst ja auch quasi du darfst ja auch schießen. Beim Volleyball darfst du die Beine benutzen, er muss allerdings nach dem Beinkontakt rüber. Bei Volleyball gibt es ja nicht mal ein Tor, deswegen wundere ich mich. Beim Handball gibt es zumindest ein Tor. Mhm. Hm.
Wow. Wisst ihr, wo es auch ein Tor gibt? Oh, es wird wisst ihr, wo es auch ein Tor gibt? Wisst ihr, wo es auch ein Tor gibt? Im Marvel Cinematic Universe. Na. Katzinga! Gut, also nochmal zurück. Ja, wo war ich denn gerade? Du warst bei Domhnall Gleeson. Richtig. Hallöchen. Hallo. Ach, sorry. Alles gut. Alles gut. Jetzt hat sie gerade das Wir drehen-Schild entdeckt. Was auf Kopfhörer hängt. Okay, du warst bei Domhnall Gleeson. Genau, im Endeffekt, die Geschichte ist auch schon vorbei. Er korrigiert Menschen regelmäßig, weil sie seinen Namen falsch aussprechen. Domhnall, manche sagen Domhnall. Dominik, manche sagen Donald, aber er heißt halt Domhnall. Domhnall. Und wie heißt die Hauptdarstellerin des Films Lady Bird? Saoirse Ronan. Wow. Das zweite. Sehr gut. Gut, also. Ihr seid auch Kinogänger, Punkt. Das kann man, glaube ich, als Konsens einfach. Ich bin auch Couchgänger, so ist nicht. Das ist, also, vielleicht hast du da die eine oder andere interessante Geschichte zu. Ich bin ja doch auch privat sehr, sehr oft im Kino. Ich wohne auch relativ nah an einem Kino. Ich wohne auch im Kino. Was mich sehr oft dazu verleitet, einfach den Film lieber im Kino zu sehen als zu Hause. Ich kenne aber wirklich sehr, sehr viele Menschen. Du hast die Möglichkeit, Moment, hier will ich nochmal einhaken. Du hast die Möglichkeit, Filme, die gerade noch im Kino laufen, auch zu Hause zu sehen. Ich möchte darauf nicht weiter eingehen. Okay. Alles weitere bitte an meinen Anwalt. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass viele Freunde von mir nicht verstehen, warum ich so oft im Kino sitze. Da sie sagen, hä, also ganz ehrlich, A, ist es mir zu teuer, B, kriege ich den Film eh quasi zeitgleich auf irgendeiner Plattform, wo ich ihn dann in Klammern illegal streamen kann. Ja, sieht dann aber aus, als ich den Toaster gefilmt. Das ist das. Ja, aber das ist natürlich eine Anspruchsfrage. Also es gibt unglaublich viele Menschen da draußen, die, das ist auch eine sehr, sehr interessante Kommunikation für die Fans der Filmfabrik. Vielleicht können sie ja das mal in die Kommentare reinhauen. Stört euch das, wenn ihr Filme nicht in Full HD oder 4K sehen könnt, sondern in 446 PPI? Also ich würde da Augenkrebs bekommen. Ich könnte das nicht tun. Muss ich dir zu 130% zustimmen. Tatsächlich. Ich lade mir Filme auch auf den einschlägigen illegalen Seiten auch immer nur in 4K. Oder 4K. Nein, Quatsch. Aber tatsächlich ist das, was mich davon abhält, oder außer natürlich meine Gesetzestreue, ist es das auch ein Punkt, der mich davon abhält. Es ist auch völliger Quatsch, abgesehen davon, dass ich eh praktisch so viel gucken kann bei den Pressevorführungen und so weiter. Aber das habe ich noch nie verstanden. Also so viel Anstand und Respekt vor dem Medium als solche muss man auch haben, so weißt du? Du kannst ja auch, man kann ja auch, also wenn man es dann nicht so eilig hat, also wenn man es eilig hat, dann sollte man schon ins Kino gehen, das ist meine Meinung, dann sollte man sich das schon anschauen. Und wenn man es nicht eilig hat, dann wartet man halt ein paar Monate und dann landet er sowieso auf Netflix, Amazon, was man eh abonniert hat. Oder nutzt den Kinotag, also ganz ehrlich. Oder das, bei den für 5 Euro. Bei den richtig, richtig teuren Kinoketten ist es so, die haben Kinotag. So, da zahlst du 5 bis 6 Euro. Also, finde ich jetzt nicht so krass. Wer sind wir, über die finanziellen Möglichkeiten unserer Zuhörer und Zuschauer zu urteilen? Das würde ich gar nicht mal vorne anstellen. Ich kann den finanziellen Aspekt voll verstehen. Natürlich, gerade wenn du viele Filme gucken willst, ist das Das läppert sich dann schnell. Ist das, aber das meine ich halt so, dann muss man halt seinen, ich verstehe. Ja, dann muss man seinen Rhythmus ein bisschen anpassen oder verschieben. So. Aber klar, andererseits ist es dann wieder schwierig, weil man dann mit Leuten drüber reden möchte, dann möchte man sich nicht spoilern lassen, so wie ihr beide jetzt gerade eben. Zweitens ist man wer hat hier gespoilert? Ich habe nicht gespoilert, weil ich nicht darf. Zweitens ist man ja vielleicht trotzdem ein mega Filmfan und will so viel sehen wie möglich. Ja, ja. Das ist dann natürlich immer, das wird dann immer teurer. Ja. Es gibt aber noch einen Aspekt. Mich stören im Kino oft die ganzen anderen Leute auch einfach. Die stören dich? Das ist interessant. Wirklich viele, die, du musst einfach die Leute stören, dem Medium-Film nicht so sehr verfallen sind wie wir, die erwähnen genau das. Aber du bist auch jemand, der sich richtig abfacken kann, wenn irgendwelche Leute knuspern. Knutschi. Ich kann dir, also, jetzt nicht, nein, ich bin da überhaupt nicht so penibel. Du weißt, also, wenn ich bin meistens wirklich 99% der Filme, die ich im Kino sehe, sind Presseverführungen. Das heißt, das ist Presse, zum Teil sehr leer, sehr selten ist es sehr voll. Aber das sind alles Leute, die da sind, um tatsächlich den Film zu sehen. Also da kannst du davon ausgehen, dass keiner mit Popcorn schmeißt oder die wenigsten überhaupt auch nur Popcorn haben. Die meisten haben Getränke. Trotzdem gibt es auch da dann Leute, die setzen sich dann in die erste Reihe in einem 400-Mann-Saal oder so, weil sie, weiß nicht, was für Probleme haben. Und
dann wird noch getratscht, man kennt sich irgendwie auch so ein bisschen, ne, der eine Kollege, man sieht den und quatscht und sagt, hast du den gesehen, nein, was machst du und so weiter. Dann geht der Film los und der Film geht ja meistens los, indem dann erstmal Universal, 20th Century, das Studio wird erstmal eingeblendet, die 41.000 Produktionsfirmen kommen dann erstmal. Und da dreht sich diese besagte Person schon um und sagt, psch, leise, der Film geht los, jetzt Ruhe bitte. Wo du dir denkst, ey, und du, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sich unterhält und es nicht stört. So, weißt du, also solche Leute. Aber noch viel, viel mehr regt mich auf, dass die Leute dann aufstehen und ihre Getränkeflaschen und halbvollen Popcorn-Tüten, wenn sie denn dann auch mal in der PV sich Popcorn geholt haben und ähnliches, einfach alles am Platz lassen. Es ist auch, finde ich, eine Unart. Das es ist wirklich eine Sache von Anstand einfach. Also, Okay, ich gehe sogar so weit und sage, sobald der Film vorbei ist und der Abspann gerade mal angefangen hat, springt die Hälfte auf und rennt raus. Mein Gott, manchmal hat man es eilig, rechne ich den jetzt mal hoch an, von denen hat es keiner eilig. Das wissen wir alle, sind alles faule Menschen und Schweine, nein. Aber von denen hat es keiner eilig. Die springen einfach auf und raus. Der geneigte Enthusiast und Cineast bleibt sitzen und schaut sich dann nochmal den dritten Gaffer und den 41. Produktionsassistenten an. Und hör da bitte genau zu, Raffi, denn in wie vielen Filmen waren wir bisher? In 2 oder 3? Und Raffi ist jemand, Film vorbei, steht auf, geht. Mit oder meinem Müll. Gehen. Mit meinem Müll. Da habe ich dir einfach nur mit einem unfassbar bösen Blick hinterher geschaut, weil das lasse ich, wie gesagt, das ich stand halt da noch, ja, es ist vorbei, worauf warten wir jetzt? Ja, wie gesagt, das lasse ich ja von mir aus noch gelten, mein Gott, man muss auf Klo oder so, keine Ahnung, da wird eine Ausrede finden, aber es gibt für mich keine Ausrede dafür, seine leere oder halbvolle Flasche oder Tüte, Behälter, was weiß ich, dazulassen. Und dann diese armen Menschen müssen das dann auch, also das ist doch eine Unart, es stehen immer leere Kisten draußen, du nimmst deine Flasche und stellst sie wieder rein. Und bei der PV gibt's die Getränke auch noch kostenlos. Die gehen ja auf Kosten der Agentur, die, ne? Ey, das regt mich so dermaßen auf. Und es sind so ein paar Kandidaten, die da in Berlin immer in den PVs sitzen. Ey, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Okay, das regt mich am meisten auf. Ich muss weder besonders mittig oder besonders nah sitzen. Ich setz mich, im Gegenteil, ich setz mich meistens sogar relativ weit nach hinten, um so ein bisschen noch mehr meine Ruhe zu haben. Klar, mittig ist gerade bei so großen Filmen oder gerade bei Filmen, wo der Sound, wie wir gerade besprochen haben, auch wirklich Sinn macht und du eine geile Soundanlage hast, macht das natürlich mehr Sinn, in der Mitte zu sitzen und wirklich dann von allen Seiten Bescheid zu werden. Aber das ist alles wirklich sekundär bei mir. Aber solche Sachen regen mich auf. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, nicht mehr als unseriöser Filmtyp auf YouTube irgendwie aktiv bin, dann wird mir das auf jeden Fall fehlen. Steht das auch in deiner Jobdescription? Ich bin unseriöser Filmtyp auf YouTube. Geil. Dann würde mir das auf jeden Fall sehr fehlen, dann die Filme in der PV zu schauen. So, weißt du, also irgendwie muss ich immer ein Hintertürchen finden, um immer zu den PVs noch eingeladen zu werden. Weil einfach so ins Kino gehen, das geht gerade für jemanden, der so viel sehen will wie ich, dann wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, aber eben auch aus Gründen, die ich gerade genannt habe, nicht. Eine kleine Ergänzung. Bitte. Das wird dir wahrscheinlich weniger passieren, aber Raffi, du bist da wahrscheinlich auf meiner Seite. Kennt ihr auch die Kollegen, die hinter dir sitzen und ständig an deinem Sitz rütteln? Ob mit den Händen? Was haben die Hände da zu suchen? Aber genau, primär mit den Füßen. Die dann die Beine entweder überschlagen haben, dann immer meinen, irgendwie ihren Spasmus auszuleben und gegen deinen Sitz zu treten. Körperliche Ausprägung von Tourette. Also bei mir war das zuletzt bei The Shape of Water. Ich habe dann 2 richtig fiese Blicke nach hinten geworfen und das war halt ein kleines, zierliches, süßes Blondinchen. Deswegen habe ich nicht laut aufgeschrien, aber ich dachte mir, sag mal, wer hat denn dich erzogen? Wirklich, also du spürst ja den Widerstand an deiner Fußspitze. Dort ist feste Materie an deinem Fuß. Und ich sitze hier, also bitte erweise mir den Respekt und lass mich den Film genauso genießen, wie du es kannst, denn dir tritt keiner ins Genick quasi. Naja, aber insofern ganz schön viele Argumente gegen das Kino. Das wart ihr jetzt, also. Die wir hier aufzählen. Nein. Auf deinem Sofa stört dich niemand, wenn du da bei Netflix die 12. Staffel Supernatural guckst. Nee, bei Netflix gibt es gar nicht diese 12. Staffel Supernatural. Wo guckst du die denn dann? Na, das erzählst du mir da mal privat. Ja, nee, aber tatsächlich ist das so eine Sache. Also, ich kann wirklich eher Leute verstehen, die diese Argumente anführen, warum sie nicht ins Kino gehen, als sowas wie,
reicht doch, den dann in 640x480 auf dem Handy, auf meinem alten Nokia 3210, habe ich den noch in 8-Bit. Oh Gott, also, oh Gott. Also das ist halt echt. Naja, da gibt es ja viele Parameter, die du theoretisch berücksichtigen könntest. Man muss ja, sagen wir mal, wenn jetzt James Bond rauskommt oder Star Wars oder Fluch der Karibik 47, also irgendein Franchise-Titel, wo du weißt, dass innerhalb der ersten Woche jeden Tag von morgens bis abends das Kino voll sein wird, ja, dann, sag ich mal, wenn es jetzt nicht ganz so brennt, dann gehst du halt in der zweiten oder dritten Woche. Oder gehst dann mal wirklich in so ein kleineres Kino. Oder so, wo du dann, klar, dann musst du Abstriche machen, aber wie gesagt, ist ja alles Ansichtssache. Ne? Nicht jeder hat diese Checkliste, die wir haben. Ne? Aber dann sitzt du eben auch mit weniger Menschen im Saal, wo dich dann das Popcorn rascheln und die Tritte in deinem Nacken nicht stört. Mhm. Wo du jetzt gerade kleineres Kino gesagt hast, das finde ich auch. Manchmal finde ich so ein kleines Kino besser als jetzt, wenn ich im Cinedome sitze, im Saal mit 400 Leuten oder so. Das finde ich manchmal gemütlicher und ist dann für mich auch mehr Kino als so zusammengefercht in so einem Saal, wo du dann, wenn du an der Seite sitzt, auch sehr weit einen komischen Winkel zur Leinwand hast. Aber ich muss dazu sagen, gut, dass du Cinedome sagst. Ich war jetzt hier im Cinedome, glaube ich, zweimal insgesamt. Jetzt morgen, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen Residenz oder ich weiß nicht. Das ist ja ein absurd großes Scheißding. Das ist so riesig. Ja. Also Scheißding im positiven Sinne. Ja. Das ist ja abartig groß. Jetzt weißt du, wo ich wohne. Das ist das besagte Kino. Im Mediapark. Sein Wohnzimmer. Im Mediapark praktisch. Ja, genau. Der Mediapark gehört dir. Ich wohne da, also unter dieser einen Brücke. Habt ihr gehört? Jean-Michel wohnt im Mediapark. Der wohnt auch unter der Brücke, weil er eben so viel wahrscheinlich, Spinn weil er nur nicht in die PVs kann. Und kein Geld für Mieter. Das ist ein Ab. Das ist ein Riesending. So was gibt es in Berlin auf jeden Fall nicht, so ein fettes Ding. Also, echt? Sony Center ist doch ähnlich groß? Also am Sony Center gibt es das Sinister Original, wo Filme in Originalfassung kommen. Und da ist auch das IMAX. Das hat eine riesige Leinwand und relativ steile. Ein relativ steiles Auditorium, also wo du wirklich, da kannst du wirklich ins Genick treten, weil die da wirklich sehr, die Reihe vor dir sehr tief ist. Ein Amphitheater. Und ist tatsächlich der einzige Saal, das habe ich schon mal in einem Podcast erwähnt, der einzige Saal, in dem ich wirklich 3D geil fand. Weil IMAX? Weil IMAX, genau. Verständlich. Und dort, dann gibt es da noch in der Nähe noch ein sehr, sehr großes Kino, Cinemax. Davor ist auch eine Kette. Mhm. Da war früher auch die Berlinale. Jetzt ist sie wieder im Zoopalast, in dem neu eröffneten. Seit ein paar Jahren. Gibt es ja oft Cinemax. Ist ja so eine Kette auch. Na, das ist CineStar, was ich gerade gesagt habe. Cinemax gibt es in. CineStar ist auch eine Kette. CineStar ist wahrscheinlich auch eine Kette. Beides Ketten. Genau, da gibt es in Berlin auch irgendwie ein, zwei. Cinemax gibt es hier im Bergischen auch sehr oft. Aber so ein fettes Ding wie den Cinedome hier. Cineplex. Cineplex gibt es auch noch. Cineplex. Gibt es in Berlin auch. In Berlin gibt es Cineplex, CineStar, Cinemax. Okay. Und wie gesagt, so ein fettes Ding wie den Cinedome, ich war wirklich, du kommst da rein, das ist ja eine Welt, Alter. Da kannst du deine Kinder abgeben und drei Wochen später, wirklich, quasi. Das ist richtig krank. Richtig krank. Residenz war ich, gibt es in Berlin sowas ähnliches. Astor Lounge heißt das, ist, würde ich fast sogar sagen, noch schöner in Berlin, Astor. Die Residenz ist auch die Astor Lounge, wahrscheinlich gehören die zusammen. Ja. Und da hast du dann auch, wenn du dann regulär da bist, hast du da auch eigentlich einen Kellner, der dann im Film kommt und sagt Hallo. In den Zoopalast haben sie, ich weiß nicht, der ist relativ bekannt, früher war es eine UCI-Kinowelt-Zoopalast. Dann wurde der dicht gemacht, ein paar Jahre lang war da nichts. Und jetzt haben sie den seit ein paar Jahren wieder neu eröffnet als Zoopalast, ohne UCI. Berlinale ist jetzt auch wieder da. Und der ist sehr, sehr schön auch geworden. Die haben komplett innen alles neu gemacht, alle Säle neu gemacht. Es gibt auch so kleine, sogenannte Club. Das ist dann so auf Wohnzimmer gemacht, so ein bisschen. Das hast du hier in der Residenz auch. Also die Residenz. Kleinere Seele, ja. Genau, die Residenz hier in Köln, also wir bekommen keine Kohle dafür, aber hier kann man tatsächlich mal ein bisschen Werbung für den Laden machen. In der Residenz ist es so, du hast drei Säle. Einmal den großen Saal, den du wahrscheinlich primär kennst. Da sitzt du auch in einem sehr schönen Ledersessel, kannst dich zurücklehnen, hast du kleine Hocker, wo du deine Füße hochlegen kannst, sehr, sehr angenehm. Dann gibt es noch zwei kleinere, einmal die abgespeckte Version des großen und dann eben diesen quasi Buchclub, wo du in einer sehr, sehr, es erinnert mich so ein bisschen an Wayne Manor, weißt du, du bist quasi in der Bibliothek von Batman, überall Bücher um dich herum und dann läuft eben auch so ein Kellner durch die Reihen so und fragt dich, Alfred. Was möchtest du haben. Ja, ja, es ist cool. Genauso ist es in der Astor nicht. Dort gibt es nur den einen großen Saal mit den Puffern für die Beine. Aber es gibt sehr viele schöne Kinos. Allein das, mal schöne neue Kinos. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass ich jetzt auch in Köln mal in Pressevorführung gehe, um mal ein paar neue Kinos kennenzulernen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe, glaube ich, in vielen Ländern, in denen ich bis jetzt war, war ich im Kino. Schön. Also Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Gut. Also, Plädoyer fürs Kino haben wir. Haben wir.
Plädoyer. Couch ist auch schön. Couch ist auch schön. Plädoyer für Auslöschung haben wir auch. Mr. Robot haben wir erwähnt, Werbung für Residenz haben wir gemacht. Danke nochmal Jean-Michel dafür. Ich würde sagen, das war's, oder? Fällt mir noch was ein? Nö. Wir können ja quasi die Community nochmal fragen, ob ihr bestimmte Netflix-Eigenproduktionen, bleiben wir mal beim Thema Film, kennt, die euch besonders gut gefallen haben oder eben auch Filme, die euch überhaupt nicht gefallen haben. Ich habe hier nochmal ein paar aufgeschrieben, Eigenproduktionen wie zum Beispiel War Machine. Habt ihr den gesehen? Titel mit Brad Pitt. Ich weiß, ja. Fand ich leider auch nicht so prickelnd. Riesenmarketing, tolle Plakate, bundesweit, weltweit, aber der Film war echt wow. Lustige Rolle an und, sich. Ja, ich liebe Brad Pitt und ich find's auch toll, dass dieser eigentlich sehr schöne Mann sich also so mutig ist und bewusst in. Speicherkarte voll. Wir machen einfach jetzt nur noch mit Sound weiter. Ab jetzt gibt's Standbild. Echt? Ja. Oh, krass. Geil. Aber wir, das, deswegen hätten wir dann beenden sollen, als ich angefangen habe mit der Abmod, aber das macht den Profi aus. Das macht den Profi. Du wusstest die innere Uhr, die innere Speicherkartenuhr. Ja, es tut mir leid, dieses Kamera, die wir heute benutzen, hat keine Anzeige, wie viel Kamera drauf, also wie viel Material drauf passt. Ja, das passt. Stimmt. Aber das wir machen nicht. Noch ein bisschen Ton weiter. Okay, also genau, dass dieser schöne Mann Brad Pitt sich zu dieser lachhaften Rolle hingeht. Genau, ich finde das ziemlich cool. Ja, also er versucht ja immer mehr so in die Richtung Method Acting, Real Acting reinzugehen. Hatte ich auch schon bei Ich habe mir den gleichen Gedanken. Männer, die auf Ziegen starren. Ganz genau, ganz genau. Ne? Also, was der zum Teil der mich enttäuscht spielt. Hat übrigens. Ja? Ja, ich fand ihn auch nicht. Ich fand das Schauspiel super. Ja, klar, ja. Aber der Film, ja, was soll das? Ja, also verstehe ich nicht. Können wir auch noch mal eine Philosophiestunde machen? Sehr gerne. Vielleicht. Dann gibt es noch Filme wie Mute zum Beispiel, der in Berlin spielt, auch mit hochkarätigen Hollywood-Darstellern. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bright. Fand ich den furchtbar, schon fand ich den. Der hat auch unfassbar negative Kritiken bekommen. Ich wäre mich bis heute, ihn zu sehen. Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Mehr sage ich nicht. Weil ich fand den furchtbar. Ich finde die Szenerie ziemlich geil. Ich auch. Das Setting Orks. Ja. Elfen und Menschen, Setting ist mega geil. Orks, Elfen und Menschen, eigentlich was man mit der Vergangenheit oder mit etwas altertümlicherem Fantasy-mäßigem verbindet, wie zum Beispiel WoW oder so. Mhm. Das alles in das LA der nahen Zukunft sozusagen. Ein mega geiles Setting und dann so ein 0815-Film. Und wieder hat man sich Zugpferde geholt, wie Will Smith, wie Joel Edgerton. Edgar Ramirez spielt auch mit. Nomi Rapace, glaube ich, auch. Und was ist draus geworden? Nix ist draus geworden, sag ich jetzt mal. Ja, der Willi hat eine richtige Spannungskurve gibt's nicht. Nee. Das stimmt. Gibt's nicht. Und das ist doof für einen Action-Thriller. Ja. Fantasy-Action-Thriller ist doof. Kann man jetzt mal so stehen lassen, ne? Das ist nicht gut. Ja. Ja, dann gibt's noch Produktionen wie The Cloverfield Paradox, der dritte Teil. Ja, das habe ich auch schon eigentlich gesehen, weil ich in dieser Cloverfield Wirklich? Ja, ich mag Paradox das. Gesehen? Ich fand die ersten beiden super. Was heißt, ich fand den zweiten fand ich glaube ich von Cloverfield Geschichte ist überhaupt nicht. Den zweiten Cloverfield fand ich am besten. Das war ja auch ein Kammerspiel also es war kein Kammerspiel, wohl doch, ja, die sind ja die ganze Zeit in diesem Bunker. Das fand ich Spoiler. Am besten, glaube ich, aber bei Cloverfield ist es ja auch so, die haben ja nur dieses Cloverfield-Oberding und eigentlich versuchen die in die verschiedenen Horrorgenre einzubrechen und damit dann zu spielen. Und in der Theorie, in der groben Theorie spielen diese Filme ja alle gleichzeitig. Die spielen ja alle. Hast du den gleichzeitig Ton gehört? Kurz ich gut, ne? Ach man, Grummel. Ich gebe auf. Nee, ich geb jedem und allem eine Chance. Nee, beenden wir das Thema Streaming. Genau, schreibt auf jeden Fall, schreibt wirklich gerne in die Kommentare Film oder Home. Couch versus Kino. Mein Couch versus sexy, Kino. Catchy Title. Der Hashtag der Woche ist Couch versus Kino. Genau. Habt ihr ähnliche Ansprüche wie wir Idioten an das Kino und an den Film? Oder sagt ihr, habt ihr denn völlig eine Meise? Ich ziehe mir alles auf SD und fertig. Also SD soll in diesem Fall ein Kürzel sein aus der illegalen Welt, das ich mal aufgeschnappt habe. Schreibt es uns gerne in die Comments. Es würde mich wirklich interessieren, weil vielleicht sind wir auch die grenzdebilen Idioten, die es nicht verstehen. Die einfach irgendwie hochnäsig durch die Welt stolzieren und sagen, ach, ein Film muss gut aussehen. Vielleicht sehen das die Leute ja gar nicht so. Ich muss was trinken, mein Mund ist ganz trocken, Leute. Vielen, vielen Dank. Es hat gerne. Wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und
Ich habe da so eine Vorahnung, dass wir uns auch nächste Woche wieder in selber Konstellation sehen können. Dann bringe ich euch Cloverfield noch mal nach. Mach das mal. Wir gucken erstmal Warcraft zusammen, mein Lieber. Wir gucken Warcraft zusammen, massieren uns dabei die Füße, flechten uns die Haare und schauen uns das dann. Das kann ja Raffi machen. Und schauen uns dann, was war der zweite nochmal, den wir uns anschauen? Nicht Requiem, ne? Nee, nicht Requiem. Ah, hier. Auslöschung. Auslöschung. Genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert die Filmfabrik, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Aktiviert die Glocke, denn die wird euer Leben um ein Vielfaches erleichtern und verbessern. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis nächste Woche. Lebt wohl. Ciao.